Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meinen super schnellen Flammkuchen mal wieder im Opti-Grill, im Snacking und Baking oder mit der Backschale vorstellen. Und zwar vielleicht mal ein bisschen andere Zutaten. Heute mal mit Mozzarella, Nektarine und Rucola. Super Rezept, schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten, die ich für meinen Mozzarella-Flammkuchen mit Nektarinen, Rucola und Schinken brauche, habe ich schon mal rausgelegt. Klar, wir brauchen für den Flammkuchen natürlich Flammkuchen. Den mache ich nicht selber. Den Flammkuchen habe ich beim Discounter geholt und habe ich zufällig neulich gesehen in meiner Facebook-Gruppe, dass es den fertig gibt schon. Und zwar hier von der lieben Tante Fanny. Die macht die zufällig genau in der Größe, dass sie in die Snacking und Baking in die Backschale reingehen. Also das ist natürlich super komfortabel. Bisher habe ich den immer geschnitten. Jetzt können wir den so aus der Packung nehmen, der passt genau rein. Was brauchen wir noch? Außer dem Flammkuchen hier brauchen wir wirklich wenig Zutaten noch. Wir brauchen ein ganz bisschen Creme Fraiche. Wir brauchen Mozzarella, eine Kugel hier. Wir brauchen eine halbe Nektarine oder Pfirsich, was ihr mögt. Ich mag Nektarinen lieber. Wir brauchen 3 oder 4 Scheiben Schinken, Schinkenspeck, was ihr mögt. Ein bisschen Rucola und jo, Pfeffer zum Würzen. Und wenn ihr mögt, hinterher noch zum Drüberträufeln ein wenig Balsamico nach Geschmack. Und das war's auch schon. Und dann können wir loslegen. So, Opti-Grill vorbereitet. Wir brauchen die Snacking und Baking. Die habe ich jetzt schon eingesetzt hier. Und ich sagte ja schon, die Teigplatte hier von der lieben Tante Fanny ist wirklich grandios. Fertig. Ja, schnell geht es echt nicht mehr. Ich habe davon inzwischen immer 3, 4 Packungen im Eisschrank liegen, sodass man wirklich ratzfatz abends, es dauert ja keine 10 Minuten, hier vorbereiten kann. Ihr könnt das auch draußen machen. Ich hatte gestern Gäste und dann habe ich echt versucht, 2 davon im Ofen zu machen und die sind echt nicht so gut geworden wie hier. Die waren ein bisschen klitschig, aber hier drin werden die wirklich klasse. Deswegen habe ich die nochmal dann hinterher in den Opti-Grill geschmissen. Also ihr könnt auch draußen fertig vorbereiten und bestreichen. Die sind relativ flexibel, die Platten. Die sind jetzt nicht so filigran wie Reispapier oder sowas. Und dann könnt ihr die auch belegt reinlegen. Also das geht auch, sodass man 4, 5, wenn man mag, schon mal vorbereiten kann. Wir fangen an, ganz easy. Unsere Creme Fraiche verstreichen wir hier als allererstes. Das ist schon fast ein bisschen viel, also ihr könnt auch weniger nehmen. Ich habe jetzt hier knapp 80 Gramm. So viel muss eigentlich nicht sein, denn eigentlich sollen die nur den Teig ein bisschen feucht halten. Also vielleicht eher 50, das reicht wahrscheinlich auch. Als nächstes kommt Pfeffer drauf bei mir. Richtig ordentlich. Soll schon ein bisschen Kick haben. Ja. Muss mal schmecken. Jetzt kommt Mozzarella. Das ist genau eine Kugel hier. Das ist schon reichlich. Viel mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Ihr könnt auch geriebenen Mozzarella nehmen, wenn ihr mögt. Ja, das ist schon gut. So, jetzt gebe ich meine Nektarinen darüber. So. Und jetzt kommt erst der Schinken bei mir, den ich jetzt hier nur ein bisschen zerreiße. Macht so kleine Stücken, dass ihr schneiden könnt, also keine ganzen Scheiben, sonst zerreißt ihr euch nachher beim Schneiden den Flammkuchen. Und auch da müsst ihr ein bisschen gucken, je nachdem wie fleischlastig ihr seid, ob ihr das überhaupt braucht. Also ihr seht hier schon, ich habe jetzt hier 4 Scheiben mal rausgelegt, wer jetzt nicht so viel Fleisch mag. Und das nur als Geschmack haben möchte. Der kommt wahrscheinlich auch mit 2 aus. Ich sehe auch schon hier. Also 2. Und das reicht auch schon. Das war es erst beim ersten Durchgang. Und jetzt habe ich meinen Opti-Grill nicht vorgeheizt. Das mache ich auch nicht. Ich kenne meinen ganz gut. Ich weiß, der braucht ungefähr 6 Minuten, bis er bei manuell rot angekommen ist. Also ich muss den nicht mal vorheizen. Ich mache den jetzt zu. Und dann stelle ich meinen Opti-Grill jetzt manuell ein. 1, 2, 3. Also voll Power hier rot. Kann man das erkennen? Das ist immer schlecht. Also rot. Und auf geht's. Und dann warte ich. Und ich sage mal jetzt als Daumenpeilung. Guck zwischendurch rein. Bei mir sind es ungefähr 10 Minuten. Das reicht. Auf geht's.
So, die letzten 3 Minuten sind um und ich mache jetzt mal aus. Na, und ihr seht, oh, das sieht richtig geil aus. Richtig lecker, ne? Er ist nach wie vor gut beweglich hier. Nichts brennt an. Und jetzt nehme ich erstmal einen Rucola. Und den zupfe ich wirklich nur so ein bisschen klein, damit wir den hier verteilen können. Mehr mache ich damit gar nicht. Denn die Hitze jetzt durch den Flammkuchen und durch den Optikel reicht völlig aus. Der derzeit jetzt sowieso so ein bisschen aus und wird so ein bisschen trocken, aber das soll er auch, ne, so ein bisschen grün dazu. Und der Rucola ist auch wirklich wichtig, weil er so ein bisschen die bittere Note jetzt gegen die Nektarine bringt. Also es ist wirklich eine tolle Kombination. Und da sind wir auch schon fertig. Sauber machen hier. So, und jetzt haben wir das alles hier schön verteilt. Verbrennt euch nicht. Sehr schön. Und jetzt warten wir mal, bis er ein bisschen abgekühlt ist und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. So, fertig. Die letzten 3 Minuten sind jetzt auch durch und er sieht sehr lecker aus. Ne? Also ihr seht hier, der ist auch wirklich kross. Ne? Den kann man also auch komplett schieben. Den schneiden wir mal an. Gucken mal. Ja, das sieht schon sehr lecker aus. Und ich sage ja, ich mache jetzt zur Abrundung des Geschmacks noch mal so ein bisschen Balsamico drauf. Das ist eine Geschmacksfrage. Probiert es aus. Wenn ihr es nicht mögt, lasst es. Aber es ist ein guter Kontrast noch mal zu den Aromastoffen. Also, das heißt, wir machen noch mal so einen Hauch. Ja, ein bisschen viel hier. Ein Hauch noch mal drauf. Ne? Also noch mal so ein Hauch von Balsamico. Ja, und da seht ihr mein leckerer Flammkuchen. Wirklich schnell Mozzarella, Pfirsich, Schinken und ein bisschen Rucola. Ein tolles Rezept, ein schnelles Rezept. Super lecker, geht für Gäste, kann man gut vorbereiten. Wie gesagt, ihr könnt die Platten schon machen und dann reinschmeißen in den Opti-Grill. Also, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.